Optik und so weiter. Das ist die Halle 177. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen, hier ist wieder euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Heute geht es um die IWA und ich nehme euch mal mit auf meinen Tablet hier, auf mein Tablet, um euch mal zu zeigen, wie das da aussieht, wie ihr was findet und wie ihr da auch schön mal durchgucken könnt, wo welcher Stand ist und dann besprechen wir noch mal, wo wir überall hingehen. Wenn ihr noch eine Idee für mich habt, wo ich was vergessen habe, schaut euch das Video an. Am Schluss seht ihr, wo ich überall hin will und wer so alles da ist und wer fehlt. Dann könnt ihr mir das ja mal unten drunter schreiben und dann gucke ich, dass ich das noch mit einrichten kann. Aber jetzt auf mein Tablet. Wir sind jetzt auf der Seite von der IWA. Ihr seht hier oben Merkliste 104. Das heißt, da habe ich dann Termine oder Besuche, Veranstaltungen, Infostände und solche Sachen. Ja, das ist die ganz normale Seite www.iwa.info. Dort könnt ihr euch dann einen Account erstellen. Das ist dann hier oben, wo jetzt info@messerschmiede-kubel steht. Dort könnt ihr dann draufklicken und wenn ihr schon einen habt, könnt ihr euch einloggen. Wenn ihr keinen habt, müsst ihr den ganzen Account erst noch erstellen. Ihr könnt dann gucken, welche Aussteller sind da, was für Produkte gibt es oder Produktneuheiten. Das seht ihr hier unter dem grünen Suchbegrifffeld. Das Ganze gibt es natürlich auch mobil für die App oder ihr könnt euch diese Pläne ausdrucken. Wir gehen jetzt mal auf den Hallenplan. Ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe jetzt schon 2 Stunden mir hier meine Veranstaltungen und Aussteller rausgesucht. Das ist alles noch ein bisschen umständlich gemacht. Da gibt es mit Sicherheit einfache und leichtere Lösungen. Ihr seht alles, was jetzt dieses dunkle Grün ist, ist Schießsport, Schusswaffen, Munition, Optik und so weiter. Das ist die Halle 177a, 4a, 3c und 3a. Messer ist diesmal in der halben Halle 5. Das ist dieses hellere Grün. Dann haben wir dieses Gelbgrün. Das ist Paintball und Soft Air. Das ist direkt neben, also die andere Hälfte von der Halle 5. In der Halle 4 haben wir Bekleidung, das ist dieses hellbraun, beige und das normale Braun, Erdbraun wäre dann Jagdzubehör, Geschenkartikel. Und dann haben wir noch in der 3 Zivilschutz und zivile und behördliche Sicherheitsbedarf. Das ist mit Sicherheit auch sehr schön und interessant, da werden wir bestimmt auch mal durchgehen. Wenn ihr seht, die anderen Hallen 8, 9, 10, 1, 10, 11, 1, 11, 12, 12, 2 und 12, 1 und auch die Halle 2 ist gar nicht belegt. Auch die Halle 6 zwischen Halle 5 und 7 ist leer. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Futterbuden stehen oder was da geplant ist, aber da ist momentan ja noch nichts drin. Ich glaube auch nicht, dass da noch was dazukommt. Ja, Halle 6 ist hier gekennzeichnet als Hallenübergang. Mehr steht da nicht drin. Ihr seht ja dieses Zeichen hier. Das hier, das ist Halle 6, Halle Übergang. Und klicken wir mal in die Halle 5 rein. Also da haben wir die Halle 5. Ja, ihr seht, es grenzt an Halle 4, Halle 6. Aber wir sind jetzt in der Halle 5. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Man kann jetzt hier auf die Stände klicken. Nicht jeder Stand ist aktiviert. Warum, weiß ich auch nicht.
Vielleicht kostet das extra und die haben es nicht gemacht. Oder es sind Sammelstände, wo mehrere drauf, Anbieter drauf sind von irgendwelchen Veranstaltungen von Ländern. Das gibt es da also auch. Es gibt da auch wie hier, ich glaube, die H5. Genau, 5-107. Das ist ein US-Pavillon, das heißt, da werden wahrscheinlich mehrere kleine Firmen sein, die dann erst noch kurz vorher bekannt gegeben werden. Oder es bleibt so, man wird überrascht. Müssen wir sehen. Ihr seht, wir haben da einiges vor. Das ist unsere Liste, die wir abarbeiten wollen, ob wir überall drehen können und ob das überall so klappt, wie wir das gerne möchten. Gehe ich von aus. Wir werden einiges nicht machen können, einiges nicht schaffen, aber lieber man nimmt sich ein bisschen zu viel vor, als dass man dann leere Zeiten hat. Gehen wir das Ganze noch mal kurz durch. Also, wir werden mit Sicherheit bei iTor reinschauen. Dann haben wir Europe Security, das ist eine tschechische Firma, richtig tolle Sachen. Die besuche ich schon seit vielen Jahren, habe von denen auch ein paar Schlagstücke und so. Ist jetzt weniger Messer, aber es ist sehr interessant, was da alles läuft und geht. Extrema Ratio werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen filmen. Ob wir da jemanden vor die Kamera kriegen oder bei Spanien vor die Kamera kriegen, also bei iTor, das wage ich zu bezweifeln. Da habe ich nicht so die Connections, aber vielleicht hilft mir da bei den Italienern einer von meinen Kollegen, den ich gut kenne, der selber Italiener ist. Dann haben wir Black Flash, das ist Bögen Armbrust. Dann haben wir Menkun, das ist auch Bögen Armbrust. Das ist auch sehr interessant, das ist auch in einer anderen Halle, das ist in der Halle 4. Da ist dann auch Max Fuchs Sturm, wer die kennt. Da werden wir überall mal reinschauen. Aber wahrscheinlich weniger filmen. Da sind wir erstmal dabei, die Kontakte so zu stellen, dass wir da direkt beziehen können, weil bis jetzt hatten wir das immer über Großhändler gemacht. Tolle Sachen, immer viele Messer. Er hat zum Beispiel im Programm dann Sandrin, Condor, er hat im Programm Case, Benchmade, Spyderco, Almar. Dann hat er noch ein, zwei Sachen aus Japan, aber er kommt noch immer wieder mit Neuem. Also dieser Ort wird wirklich interessant sein, was es da Neues gibt. Leider haben sie bis jetzt sich immer nicht vor die Kamera getraut. Wir schauen mal, wie das dieses Jahr wird. Mal, wie ich gesagt habe, der hat zum Beispiel auch immer White River mit im Programm. Dann geben wir, das haben wir gesagt, Tony, NV. NV Knives, das sind Tschechen. Tolle Firma, sehr innovative, neue Firma. War letztes Jahr auch schon da. Bin ich leider nicht zu denen hin, habe dann im Nachhinein Kontakt mit ihnen aufgenommen und habe dann erfahren, der Chef spricht, oder einer der Chefs spricht perfekt Deutsch. Wir haben dann öfters länger telefoniert. Da freue ich mich schon drauf, den Herrn mal persönlich kennenzulernen. Da wird auch einiges demnächst mit denen laufen. Tolle Messer, jetzt nichts Mods designtes, sondern wirklich gute Einsatzmesser. Also wirklich eine gute Geschichte. Freue ich mich drauf. Jawohl, dann Gladius. Benchmade ist da, da werden wir hingehen. Blue Ridge Knives, das ist ein amerikanischer Großhändler. Da ging es drum, der dürfte angeblich nicht mehr nach Deutschland liefern mit bestimmten Marken. Das werden wir da mal abfragen, abgleichen, wie es da aussieht. Dann kommt Gastrum von Schweden, kenne ich persönlich noch nicht. Dann kommt Dosorm von Frankreich, sehr schöne Messer, haben wir auch im Programm. Condor, natürlich, wie gesagt, gehen wir mal hin, ob wir da den deutschen Ansprechpartner bekommen. Nur 5100 Condor Tool and Knives. Da bin ich auch gespannt, weil diese Firma
ist ja eigentlich mal eine deutsche Firma gewesen, die ausgewandert ist. Und da gibt es noch einige Herren, die sprechen Deutsch. Und zwar perfekt, sogar im leichten Dialekt. Da bin ich mal gespannt, ob ich da einen bekomme, der uns so ein bisschen was vorstellt und der uns ein bisschen was über die Firma erzählt. Wir müssen halt mal schauen, es ist jetzt wieder mal eine vernünftige IWA nach langer Zeit, wie es dort wird. Dejo, freue ich mich drauf. Da wird auch eine eigene Messerserie von uns kommen, die man dann, die extra für uns gefertigt werden. Das Tattoo-Design, also bleibt normales Dejo, aber wir kriegen eigene Tattoos, die erstellt gerade meine Tochter. Das wird bestimmt auch ein tolles Video, weil der Jürgen Schneider, wir kennen uns jetzt doch schon länger und haben viel telefoniert, macht da bestimmt auch mit uns ein tolles Video. Das ist ja das, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist irgendwie bei YouTube verschütt gegangen. Wir haben da sehr lange gedreht. Das war sehr schön, sehr toll und der hat auch kein Problem, vor die Kamera zu gehen. Leider ist das Video verschwunden. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. DNC-Knives, wenn wir mal vorbeigucken. Domax kenne ich noch gar nicht, will ich mal reinschauen. Muss ein Großhändler sein. Icon, EasyLab hatten wir ja schon. Fellkniefen, Fettcarbon, das waren die Hersteller von dem Carbonmaterial. Fox Knife wird mit Sicherheit sehr interessant aus Italien. Phoenix, Gonzo Knife. Die machen ja das meiste über Online-Geschäfte. Ich weiß gar nicht, ob sie hier, doch, sie haben hier einen Großhändler, aber wie das ausschaut, weiß ich nicht. Haller, klar. Haller, auch ein guter Importeur, kenne ich auch die Chefin persönlich. Wenn wir mit Sicherheit auch drehen dürfen, mal schauen, wen sie uns zur Seite stellt, ob sie es selber macht oder ob sie uns einen Mitarbeiter schickt. Man muss ja mal gucken, wie voll das Ganze ist und was da läuft. Böker ist natürlich auch da, hatte ich jetzt hier nicht gezeigt. Die haben sogar einen relativ großen Stand wieder. Helle Knives waren früher am Stand bei Herberts, ist da auch nicht mehr dabei. J&V Adventure Knives, dann Joker, das sind die Jungs, die die ganzen Sachen machen für Puma IP, wie gesagt. KH Security, da werde ich sein die größte Zeit. Nighthawk, dann Lagiol Enau Brack, da wird Diana mit Sicherheit wieder gerne einen Film mit uns drehen oder sie schickt diesmal ihren Mann vor, mal schauen. Lion Steel, natürlich direkt neben Maniago Knife Makers. Dann haben wir Alba Inox, genau, nochmal Alba Inox. Mazarin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann Mukusta. Mukusta, auch interessant, wurden früher auch über Herberts vertrieben. Mal schauen, wer die jetzt im Programm hat, ob das immer noch über Herberts läuft. Nordright kenne ich noch nicht, muss ich gestehen. Sei denn, sie haben noch einen zweiten Namen. Aber kommen auch aus der Schweiz, bin ich mal gespannt, was da drüber läuft. Oft sind das ja dann auch irgendwelche Großhändler oder Distributoren, die dann ein bekanntes Produkt haben, aber die Firma an sich heißt anders. Pelton Knives, Otter. Da freue ich mich auch besonders drauf. Da werden wir bestimmt auch gutes Video drehen. Und da gibt es auch einige Neuheiten, was ich schon gesagt bekommen habe. Kleine 8 von 11. Dann Roxxon, klar. Die sind ja bei uns mit drauf. Dann Sandrine. Sheffield, da bin ich mal gespannt, weil von den Engländern habe ich und von Sheffield habe ich wenig gesehen. Mal sehen, wie die da auftreten. Pantrian X, kenne ich auch noch nicht. Puma. Puma, das wird mit Sicherheit interessant. Die haben da einen sehr jungen Mann, der da sehr gerne vor die Kamera tritt. Und das hat das letzte Mal wirklich super geklappt. Spartan, Spyderco, TB Outdoor,
Dann den US Commercial Center, das ist wieder was anderes. UltiClip, Viper, Willung, das wird auch interessant. Silk, Spyderco, Umarex, die sind dann in der anderen Halle natürlich bei den Schusswaffen. Zapas, nein, kann ich auch noch nicht. Kann nicht mal sagen, wo die sitzen. Könnte China sein, von dem Namen her, von dem Ort. Und dann habe ich noch was Interessantes gefunden, nämlich Protector Wear. Also ganz einfache Jacken und T-Shirts und Westen, die schnittfest sein sollen. Wie weit die auch einen Stichschutz haben, das weiß ich noch nicht. Also es sieht aus wie eine ganz normale Arbeitsjacke oder wie eine ganz normale Joggingjacke. Hoch, hoch interessant. Aber was wir halt hier sehen ist, es sind viele Firmen gar nicht mehr aus USA dabei. Also wir haben keinen Gerber, wir haben keinen Buck, wir haben kein United Cutlery dabei. Wir haben auch Master Cutlery gar nicht dabei, der United Cutlery aufgekauft hat. Also es fehlt doch einiges, noch da war. Und dafür sind ein paar neue da, aber die Halle ist schon zur Hälfte mit Softair gefüllt, was früher nicht war. Die Messerhalle war sonst voll mit Messer und nicht mit Softair oder irgendwelchen anderen Sachen. Früher war ja, ich sag mal, alles, was so stand, ja, 5, 3, 11 bis, ja, fast bis 5, 3, 3, 7 und das Ganze in einem Karree runter. 5336 und dann wieder vor zu 5, ja, ich glaube, was ist das hier? Ist gar keine Anzeigen, doch der US-Pavillon bis 5111. Das war eigentlich alles fast Herberts. Da war Herberts in der Mitte und dann ringsrum waren die verschiedenen Zulieferer. Zum Beispiel Gerber, Back, die Schweden, Helle. Dann war da beim Herbertsstand mit drauf Opinel, die sind diesmal auch überhaupt nicht da, habe ich nicht gefunden. Ja, Cladius hatten sie dabei, dann waren dabei aus Toledo Puma mit dort am Stand. Dann war Outdoor Edge war dort dabei. Also es waren einige, viele Firmen, die waren dann wie so kleine Stände ringsrum um den Hauptstand angerichtet. Das war sehr toll, das war klasse. Aber ja, Herberts nicht mehr dort. Herberts verkauft an einen Schweizer E-Commercer und damit geht das Ganze ein bisschen dem Bach runter anscheinend. Und die US-Leute, bin ich jetzt mal gespannt, ob dann diese Firmen an den Ständen vertreten sind hier bei dem US-Pavillon. Ja, was ja hier alles das hier ist. Sind wir mal gespannt. Joker ist einer der größten spanischen Messerhersteller mit. Macht zum Beispiel ganz, ganz viele Messer für Puma, die Puma IP-Messer. Das macht oft Joker zum Beispiel. Auch die Chinesen scheinen mir sehr, sehr ja, schwach vertreten, weil die waren sonst immer noch da und haben dann noch so, ja, so Zusatzteile verkauft. Verschiedene Befestigungssysteme, Tech-Lock-Systeme und solche Sachen. Ist auch nicht mehr da. Und ich habe sie auch nicht in anderen Hallen gefunden. Schauen wir mal, wie sich das Ganze verändert hat. Man sieht ja auch, es sind einige Hallen, die früher noch bestückt waren, also die Halle 6 war nie leer. Die war immer voll. Ist leer. Wir sind gespannt. Es kann nur besser werden wie letztes Jahr. Ich schalte nochmal um und zeige euch nochmal unsere anderen Veranstaltungen, die wir geplant haben. Wenn wir jetzt auf unsere Merkliste gehen, sehen wir, wir haben 29 Events. Teilweise doppelt gebucht, damit ich, falls ich an dem einen Tag nicht kann, dann die anderen Termine noch im Kopf habe. Aber da gibt es interessante Sachen. Einmal von Mora Knife,
die Neuheiten, die werden dort auf der Bühne gezeigt. Ja, größte Kollektion von Outdoor-Messern seit Jahrzehnten. Da sind wir mal gespannt. News and Specials, Marken und neue Designs, auch bestimmt sehr interessant. Dann ist ein Herr da vom Klingenmuseum, der was über Schwerter erzählt. Dann MKM, das ist ja ein italienischer Hersteller, der zeigt hier auch seine Neuheiten oder zumindest das, was sich ändert. Ja, ihr seht, das wiederholt sich dann. Dann ist Knife Chat, das wird bestimmt auch interessant. Kontroverse Ansichten zu Industrie und Produktion. Dann, ja, wahrscheinlich nochmal sowas Ähnliches. Trends, was geht ab oder das geht ab am Messermarkt. Trends und Prognosen für Kunden und Händler. Mal sehen, ob wir da filmen dürfen. Dann wiederholt sich's wieder. Dann Special Selection, Highlights aus Sicht eines Messermachers. Mit Sicherheit interessant. Dann kommt wieder der Herr vom Klingenmuseum. Dann Puma präsentiert die einzelnen Marken. Und wahrscheinlich wird es sehr interessant werden, dass man mal weiß, was verbirgt sich denn hinter Sharp German Blades, was verbirgt sich hinter IP und, weil das Sortiment mit diesen Untermarken wird ja als erweitert. Dann haben wir eine Demo, ich glaube, das ist von Hurl. Dann, ja, dann halt so ein bisschen Verkaufsgeschichten über Messer. Dann Interessenvertretung der Lobbyarbeit, geht wahrscheinlich hier auch viel um das neue Waffenrecht. Also es ist viel, viel dabei über das Waffenrecht, auch bei den Schusswaffen. Dann haben wir Puma wieder, das wiederholt sich nur, falls ich da was verpasse. Dann was über Online-Vertrieb. Dann gibt es den Messer Award, die Preisverleihung. So, dann haben wir hier waffenrechtliche Zuständigkeit des BKA unter Betracht des dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes. Da bin ich mal gespannt, wie weit das bei den Messern mit reinspielt oder ob es da rein nur um Schusswaffen geht. Dann gibt es noch mal was von Line Steel. Hatte ich rausgesucht, ja, und dann wiederholt sich das wieder. Also diese Sache mit dem Schwert oder mit Neuheiten, das habe ich immer ein paar Mal angeklickt, falls ich eine Sache verpasse, dass ich dann auf meiner Merkliste gleich noch den nächsten Termin habe. Wie gesagt, wenn ihr da noch irgendwas findet, wo ihr sagt, Mann, Jens, das hast du übersehen, das wäre interessant, geh da nochmal hin, schreibt es mir unten in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann, euer Jens von der Messerschmiede Kubisch. Ach, und liken nicht vergessen. Ciao.